Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft Master Builders und dabei ist der Ruben. Ja, ich habe mich einfach heute mal für Master Builders entschieden, weil wir einfach Bock hatten. Ja, deswegen machen wir das heute. Nice. Achso, und ja, jetzt kommt erstmal das Intro und dann geht's los. So, ja. Willkommen zurück nach dem Intro. Ja, Piraten, okay, auf geht's, würde ich sagen. Schade. Warum schade? Schlechtes Thema? Geht in Ordnung. Ich muss jetzt immer überlegen, was ich denn baue. Was baue ich denn? Ach, komm, ich weiß schon. Ich brauche einen Piratenkopf, oder was ist? Weil mir fällt der ein Schiff bauen blöd. Schiff bauen ist halt wirklich eigentlich blöd, aber ich mache Bauen Schiff. Ich baue so, ich habe eine gute Idee. Ich baue so ein Minischiff, das wird cool. Ich glaube schon, dass das wird. Ja, der Ruben, muss ich ehrlich sagen, ist echt ziemlich gut im hier im Bauen halt hier. Der ist schon, ganz krass halt. So, jetzt muss ich gucken, wie das Schiff hier hinten wird. So, Alter, warum setzt der den Block denn nicht hoch? Jawohl. Ich baue, glaube ich, so ein richtig kleines Schiff. Hier noch hin. Wir wollten jetzt eigentlich auch gerade irgendwas auf Gomme noch spielen und das dann halt irgendwie aufnehmen, aber das war sehr kompliziert, da Gomme ziemlich, ziemlich voll ist. Aber das wisst ihr ja selber. Du kannst ja gleich mal versuchen. Ja, aber, ja, können wir mal schauen. So, jetzt muss ich mal nämlich hier die Kanonen bauen. Ach, das könnte echt geil werden. Hier baue ich jetzt. Scheiße, ich muss einen anderen Block nehmen, das ist viel zu aufwendig mit diesem Block zu bauen. Deswegen mache ich auch ein Gesicht, ey. Ja, ich habe mal mit so einem Block gebaut, mit so einem Stamm, der dreht sich dann ja immer so, das ist dann richtig Abfuck. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber, ja. Nicht so ganz. Ach, egal. Warum? Oha, es hat gerade übelst geleckt, jetzt geht's wieder. So, hier den Rand vom Piratenboot. Man darf es halt einfach nicht zu groß bauen, denn ich habe meinen Bruder mal zocken lassen hier und hat der das Thema auch Piraten gehabt und... Er hat einfach ein Piratenboot über die ganze Map gebaut und hat sich voll übertrieben eingeschätzt. Ja. Das war das erste Mal, als er Minecraft gespielt hat und hat direkt so gesagt, yo, ich baue ein riesen Piratenboot, ich kann das. Alles klar. Wahrscheinlich. Wie baue ich das denn jetzt hier? Es könnte ganz gut werden. Vielleicht auch nicht, aber lassen wir uns überraschen. So! Hier die Kanonen. Das ist halt so ein kleines Piratenboot, aber es könnte wirklich gut werden. So, hier machen wir. Wie macht man denn eine vernünftige. Die Frage ist halt, wie mache ich eine vernünftige Kanone bei einem Piratenboot? Ich würde fast sagen, einfach so. Sieht halt nicht wirklich wie eine Kanone aus, aber was soll man machen? Eine Kanone ist rund und das hier gibt es nur viereckige Blöcke. So, hier. Obwohl, meins könnte eigentlich ganz geil werden. Ist zwar alles, das Piratenboot zwar echt klein gehalten, aber es sieht ganz gut aus. Ach so, ja, ich muss eigentlich mal wegen letzter Folge, also letzter Woche halt, mal ich entschuldigen fast, weil die Folge war mir echt, im Nachhinein habe ich so gemerkt, die war eigentlich echt verdammt scheiße. Also ich muss mich eigentlich dafür entschuldigen, dass ich die hochgeladen habe. Weil die war halt echt eine schlechte Runde. Wenn heute wieder so eine schlechte Runde kommt, werde ich mal neu aufnehmen, weil letzte Woche war es irgendwie ein bisschen trottelig von mir. So, jetzt müssen wir das Deck bauen. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit der Zeit verschätzt, aber das sollte eigentlich was werden. Alter. Ich baue jetzt mal ein bisschen schneller. Zack. Na, bei mir. Ja, sieht ganz okay aus, aber nicht so wie ich es erwartet habe. Ich habe es eigentlich auch ein bisschen anders erwartet, so. Das ist jetzt so richtig komisch irgendwie. Obwohl, es geht. Wird hier das, scheiß Deck gebaut, so. Ja, doch, ich weiß, wie ich die Augen mache. So, hinten hier so ein bisschen überstehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut aussieht. Ich bin mir echt unschlüssig. Wenn ich das jetzt hier rumbaue, es könnte echt gut aussehen, aber es könnte auch total scheiße ankommen. Und hier vorne noch. Ja, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Oh, 38 Sekunden, scheiße. Meins wird nichts, glaube ich. Zeitlich halt nicht.
Alter, mein fehlt einfach so ein dicker Zahn. Jetzt noch das Segel, das könnte wirklich noch was werden. Jawohl, das ist ganz gut geworden. Leute, ihr müsst mir zustimmen, das ist wirklich okay. Komm schon, bau doch. Das ist die Kanone. Ey, das sieht geil aus. Kann man den Boden auf Wasser ändern? Ja, kann man. Komm schon hier. Scheiße, mach doch. Wo ist Wasser? Wo ist Wasser? Wasser, Wasser, Wasser. Wasserboden, Wasserboden. Jawohl. Boah, in letzter Sekunde hat das Wasser noch geladen. Ey, meins sieht gut aus. Ich will ja nicht. Das ist einfach dein Psycho. Nein, das ist nicht meins. Meins sieht besser. Doch, ich würde sogar fast sagen, meins sieht besser aus. Das bekommt ein It's okay. Achso, Ruhm, du bist doch mal der dich beschwert, dass ich zu krass bewerte, oder? Ja, stimmt, bewerte. Ich schreibe noch mal in Videos, ja, bewerte mal nicht so hart. Also, naja. Oh, nice, das ist Wetten von dir. Es ist ein It's okay, weil es ist kein Pirat für mich, wirklich. Ja, es ist halt nicht so geworden, wie ich es wollte. Ich habe mir jetzt okay gegeben. Es ist halt gut, richtig gut sieht's aus, aber es halt, sieht halt nicht so dem Thema. Ja, ich weiß, was du meinst. Ach, das ist deins, ne? Nein, das ist auch nicht meins. Ach doch, ich gebe mal ein It's okay. Auch ein It's okay gebe ich. Obwohl, das kann sogar ein. Ach, scheiße, zu spät. Ich wollte eigentlich mal ein gut geben, weil das ist eigentlich echt gut geworden mit der Tür und so. Finde ich gut. Das ist deins, ne? Das ist doch gut eigentlich. Sieht einfach aus wie diese Nussschale, ey. Ey, das ist doch ganz gut geworden. Meine Kanonen sind da so. Dann ist da vorne dann die Flagge. Jawohl, man ist nicht in die Luft gegangen. Nee. Ich hab mal nichts okay gegeben. Das ist eigentlich. Ach, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen überschätzt. Also, das. In echt würde das Boot, glaube ich, umkippen, weil das oben viel zu schwer belastet ist mit dem Segel. Ja, ernsthaft. Dazu kommt mehr, weil das Boot so eigentlich ganz klein und das, ne? Segel so. Ja, ich übertreib mal, dachte der Typ ist so beim Segel. Was haben wir denn hier? Schon schöne Pixel-Art-Figur. Ja, kick schon mal Maesa Bleeding, ne? Das bekommt Maesa Bleeding, weil ich da auch kein Pirat sehe. Und es ist halt einfach auf den Boden geklatscht. Das ist ein Schell mit einem Schwert durch. Hä, hey, das ist auch so ein Hase am. Ja, bisschen, fast. Warum regnet es denn hier aktuell die ganze Zeit? Mein Gesicht ist aber viel besser geworden als das hier. Alles aufgetreten. Maesa Bleeding, also. Ich sehe da bestimmt einen. Das ist einfach auch ein Pixelart, auch wenn es zwei Blöcke breit ist. Ist voll, ich sehe da auch richtig guten Pirat drin. Das war ein mega Pirat. Sieht eher aus wie Hausfrau, ey. So. Du hast gewonnen! Gewonnen, was? Ich bin Dritter geworden. Ja. Oh, das ist jetzt schon der dritte Sieg aus dem Leute, Spiel. Wir hängen noch, würde ich einfach mal sagen, eine Runde dran. Bis gleich. So, hier, neue Runde, neues Glück. Was ist das Thema? Was ist das? Warte, ich weiß, was ich mache, Alter. Damit gewinne ich garantiert, Alter. Damit habe ich auch letztes Mal fast gewonnen, ey. Aber da hat die Zeit nicht mehr gereicht. Ach, Roboter, ich dachte erst. Ich wollte mir gerade nicht sicher. Ich wusste gerade ernsthaft nicht, was das war erst. Ernsthaft wusstest du es nicht? Nee, wusste ich nicht. Ich dachte, Roboter wäre zu einfach. Also wäre das jetzt zu einfach übersetzt und so. Egal, da reden wir jetzt nicht drüber, auf geht's. Wo haben wir denn so ein Teil, der so ein bisschen wie Metall aussieht? Scheiße! Ich verrate, was ich bauen will. Ich will den Roboter von Pixel Gun bauen. Falls du ihn kennst. Pixel Gun? Ja, ich baue den Originalroboter von Pixel Gun. Ich weiß schon, was ich baue. Nicht, ne? Was? Also ich weiß jetzt nicht, was du Roboter von Pixel Gun meinst. Zockst du aktiv Pixel Gun? Ach so. Meinst du diesen den man spielen kann? Ich baue den zum Hinstellen, den man hinstellen kann. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, du wirst wahrscheinlich, ich tippe, du erkennst den. Ich hoffe, dass hier viele Leute dabei sind, die Pixel Gun spielen. Vielleicht erkennen die ihn dann, aber er sieht ja auch eigentlich so wie ein Roboter aus. Obwohl, warte. Was ich gerade baue, ist eigentlich kein Roboter, sondern so ein Schießteil. Egal, ich baue das trotzdem. Das kann auch als Roboter gewertet werden, was ich baue. Scheiße. Was ich baue, wird sich da richtig hässlich, habe ich gerade gemerkt. Weil ich glaube, ich habe mich ein bisschen mit der Größe verschätzt. Obwohl, meins könnte noch gut werden. Ich habe mich zwar ein bisschen vertan, weil das ist kein wirklicher Roboter. Ich bin mir nicht sicher, ob das sowas ein Roboter ist. Ja, was ich baue, ist definitiv ein Roboter, aber. Ich weiß nicht, ob es die meisten erkennen werden, aber du wirst es erkennen. Obwohl, sag ich gleich, weil sonst weißt du direkt, was es ist. Ja.
So, hier was drauf. Dann sollte das eigentlich gut gehen. Dann brauche ich hier noch so. Boah, noch 3 Minuten. Ja, okay, dann. Ja, dann. Jawohl, da brauche ich hier so ein Schießteil dran. Das könnte ganz geil werden. Obwohl, ich könnte auch so einen Roboter. Nee, das erkennt ja keiner. Das ist ja kein Roboter. Nee, nee, das machen wir lieber nicht. So. Was? Ich habe, glaube ich, einen Fehler. Obwohl, es geht, es geht, es geht. Das kann man noch alles retten. So, jetzt hier machen wir da so ein Schießteil dran, wo dann mal alles rausgeschossen wird, die Munition. Die Frage ist, erkennt man das? Kann man... Scheiß, wie kann ich denn Munition so darstellen? Ah, warte, ich habe eine gute Idee. Kannst du nicht so mit Gold darstellen? Nee, ich... Obwohl, du hast eigentlich hast du recht. Mit Gold? Ja doch, hast du recht, doch. Ich versuch's mit Gold. Ich muss jetzt hier ganz hoch bauen und muss dann die unterste wieder wegmachen. Also alle bis auf die unterste. Dann sieht das so aus, als ob ich da schießen würde. Ich weiß nicht, ob man es erkennen würde, aber ich hoffe es mal. Bei mir kann ich auch einfach nur hoffen. Und wenn, dann schreibe ich es einfach dazu. Habe ich auch früher mal gemacht. So, dann schießt er hier noch eine Patrone, beziehungsweise so ein Schussteil halt. Und dann sollte man das erkennen. Jetzt mache ich das hier runter weg. So. Das hier. Und das hier. So. Ja. Dann schießt er da. Scheiße, ich habe mich voll übertrieben eingeschätzt. Ich dachte, ich würde das so richtig gut hinbekommen. Ey, Leute, die gerne aktiv Pixelgun zocken, die wissen wahrscheinlich, was das ist. Also könnte ich mir vorstellen, dass das könnte ich auch erkennen. Die würden das halt erkennen, aber auch fast nur so gerade eigentlich. Ich baue jetzt hier nur was rein, damit das ein bisschen aussieht wie ein Roboter. Das sieht dann halt auch so ein bisschen. Was mache ich gerade? Ah, so. Sieht ein bisschen aus wie ein Roboter und dann schießt der so. Das war dein Handy, oder? Alles klar. Ja, ich kann nicht annehmen. Was passiert hier? Zwei machen wir hier. Sieht das. Kein Kommentar. Ja, sorry, ich kann nicht annehmen. So, jetzt brauche ich noch. Ja, sorry, Leute, das war gerade hier der Wort jemand angerufen, okay? Jetzt wird das schon wieder so knapp. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe gerade ein bisschen den Überfluss, aber man erkennt eins noch nicht. Ich glaube, das ist hier noch wieder eine Runde, die ich so ein bisschen verhauen habe. Scheiße! Das erkennt man einfach nicht. Scheiße, das ist dumm. Ich hätte noch ein Schild aufstellen sollen. Das soll der Roboter von Pixelgun sein, aber es ist der nicht. Scheiße, ich hatte letzten noch nie davon. Leute, das ist bitter gerade. Och man, das ist mega gut alles geworden. Warum fliege ich gerade nicht ab? Was soll das denn sein, Heiko? Weißt du das? Das ist einfach ein Roboter. Fast. Nee, das ist Star Wars. Das ist Star Wars, Mann. Bekommt ein Mäh. Das ist Force der 7. Ich hab ein Mäh gegeben, weil ich es nicht kenne. Ich wusste nicht, dass es ein Roboter ist. Das ist auch Star Wars, ich guck's, ich hab noch Star Wars. Ich hab Star Wars. Das ist von dir. Ich hab keinen Teil von Star Wars geguckt. Ernsthaft, Heiko, das ist. Ich weiß nicht mehr, was da drin vorkommt. Ich kenne keine Figur, ich kenne gar nichts von Star Wars. Kennst du nicht mehr Darth Vader oder was? Nö, hat auch der Name halt, so kommt mir so bekannt vor. Sehr schön, ich. Warte. Das ist das hier. Das ist von dir, das ist von dir. Das ist dieser Geschützturm. Scheiße, ich schaff's nicht rechtzeitig noch zu schreiben. Robert, ja, ich wusste es halt. Ich hab mich voll verschrieben, Alter, ich hab mich richtig verschrieben. Boah, das ist ein Meister. Ach, meins war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Ist mein explodiert? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ruben? Ja? Ist meins explodiert? Nee. Ich hab's gar nicht mitbekommen, okay. Ich muss schnell was in Schreck schreiben. Okay, ich hab mehr gegeben, das war dann eigentlich noch ganz nett. Okay, gegeben, deswegen ist nicht explodiert, wahrscheinlich. Was ist das? Das ist ein Pixelart einfach. Das ist ein Roboter halt, aber so, naja. Wenn du mal genau schaust, das ist nur ein Block. Ich hab mir jetzt okay gegeben. Leute, ich entschuldige, dass das manchmal so ganz kleine Ruckler gibt, die merkt man eigentlich gar nicht wirklich. Aber es ist gerade mein erstes Mindplex gerade bei mir. Alter! Was ist das? Es könnte sein, dass mein Mindplex gerade abstürzt. Übelster Leckgras gerade. Och du Scheiß, was geht hier ab? Leute!
Oha. Alter, die sind alle so richtig kacke. Okay, was ist das hier? Ey, da könnte ich das sogar noch ganz gut abschneiden. Das ist jetzt hier ein Mäh, würde ich einfach mal wieder geben. Also, hier kommen halt alles irgendwie scheiße. Und ich will jetzt auch nicht zu mies bewerten, aber da kann man nichts sagen zu. Meister Bleeding, was soll das sein? Ein Roboter. Haha. Ich erkenne das. Oh Gott, das ist jetzt wirklich Meister Bleeding. Das ist wirklich Meister Bleeding. Ach, ich glaube, ich weiß, was da steht. Also ein Mondroboter oder Marsroboter. Mit so einem. Ach so. Ach, scheiße, ich wollte noch höher. Ja, ich wollte noch höher bewerten. Ich hab's aber verpennt. Ich hab's dann erst gecheckt. Ja, nee, aber. Es war eigentlich richtig gut gerade. Das bekommt ein Meh. So, 1 und 0. Ich glaube, ist die Runde jetzt vorbei? Ich denk schon, oder? Oder kommt noch was? Nein, Runde ist vorbei. Wer hat gewonnen? Wir sehen es jetzt. Und gewonnen hat... Was? Ich. Ich bin Vierter. Also es waren 2 gute Runden von mir, muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen. Also nice Runden von mir. Ruben, hast du zweimal gewonnen oder nur einmal? Ich habe jetzt zweimal gewonnen. Was? Also Leute, ihr seht, der Ruben ist echt ein richtiger Profi. In dieser Runde hier, also in diesem Modus. Das war's auf jeden Fall für heute von Minecraft. Mach's gut und ciao. Ciao.